Royale Posse in Österreich. Karl Habsburg, Enkel des letzten Kaisers von Österreich, pflegt sein Familienerbe und nennt sich mit Vorliebe Karl von Habsburg, so etwa auf seiner Internetseite. Dafür wurde der Medienunternehmer vom Magistratischen Bezirksamt in Wien-Landstraße bestraft, und zwar auf der Grundlage des Adelsaufhebungsgesetzes, das 1919 beschlossen wurde und ein Jahr später in Kraft trat. Darin heißt es wörtlich: Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung verliehene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhange stehende Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden aufgehoben. Bei einer Zuwiderhandlung wird laut Gesetz von 1919 eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Kronen oder Arrest bis zu 6 Monaten fällig. In erster Instanz wurde gegen Habsburg für dessen Vorliebe für das Von eine Buße von 70 Euro verhängt. Der Adelsspross rief das Verwaltungsgericht an. Das bestätigte Habsburgs Verstoß, verzichtete aber auf eine Geldstrafe. Denn es sei nicht möglich, die laut Gesetz von 1919 festgesetzte Buße von bis zu 20.000 Kronen exakt in Euro umzurechnen.